1989. Eine Welle des Zorns beendet eines der grausamsten Regime der Welt. Diktator Nicolae Ceausescu wird gestürzt. Am 25. Dezember wird das Diktatorenpaar vor Gericht gestellt, verurteilt, hingerichtet. Es heißt, alles sei spontan geschehen. Tausend Menschen kommen im Dezember 89 in Rumänien zu Tode. Der 23-jährige Curie Kelemen aus Temeswar stirbt am selben Tag wie Ceausescu, von einem Scharfschützen erschossen. Opfer in einem strategischen Spiel. Der 25. war ein Montag. Es war am Weihnachtstag. Der erste Weihnachtsfeiertag. Am Abend davor schmückte er den Weihnachtsbaum. An diesem Abend haben wir sein Fahrrad repariert. Ich hatte gerade frei. Und als ich um 9 Uhr aufgestanden bin und auf den Balkon hinausging und hörte, wie sie schießen, habe ich sofort gefragt, wo die Kinder sind. Sie waren gegangen. In dem Moment, als er hineinging, als er die Tür aufmachte, das war vorbereitet. In die linke Schläfe wurde er getroffen. Mit einem Präzisionsgewehr. Mit einem Gewehr erschossen. Die Frage ist, wer hatte denn ein Präzisionsgewehr? Weil das kein Soldat sein könnte, der jetzt nur anfing herumzuschießen. Oder jemand, dem einfach irgendein Gewehr in die Hände fiel. Der, der dieses Gewehr hatte, konnte auch damit umgehen. Und er konnte gut damit umgehen. Dann hat mein Vater von dem Unglück erfahren. Und wir sind zu zweit von der medizinischen Universität zum städtischen Krankenhaus gegangen. Aber als wir dort ankamen, war es schon zu spät. Er war schon tot. Und diese Frage hängt noch immer in der Luft. Warum? Warum nur? Warum sterben 1104 Menschen damals im Dezember 1989? Die anderen Länder des Ostblocks leiden ebenfalls unter repressiven Regimen, aber erleben die Wende ohne Blutvergießen. Was ist so anders an Rumänien? Nicolae Ceausescu. Seit seiner Machtübernahme 1965 forciert Ceausescu den eigenständigen Weg seines Landes. Er bekräftigt Rumäniens Unabhängigkeit von Moskau und etabliert einen national geprägten Kommunismus. Geschickt appelliert er an den Nationalstolz seiner Bürger und gewinnt immer mehr an Popularität. In 1968 stellt sich Ceausescu als einziger Führer eines Warschauer Paktstaates gegen den Einmarsch der Sowjets in Prag und wird von der ganzen Nation gefeiert, weil er es wagt, sich dem Kreml zu widersetzen. Der Westen belohnt ihn mit Krediten. Die 70er Jahre sind eine Zeit des ökonomischen Aufschwungs. Doch in den 80er Jahren ändert sich alles. Als Perestroika-Gegner lehnt Ceausescu Gorbatschows Reformkurs ab. Er stellt damit sein Land ins Abseits. Isoliert von Ost und West treibt er das Volk und Rumänien in einen Abgrund des Elends.
Nach außen spielt Ceausescu den Mächtigen und frönt auf Kosten der Bevölkerung seinem Größenwahn. Geblendet durch den selbst erschaffenen Personenkult um sich und seine Frau Elena, erkennt der Diktator den Ernst seiner Lage zu spät. Denn er ist inzwischen ein Dorn im Auge von Moskau und Washington. Europas Einigung steht auf dem Spiel. Die ist Grundvoraussetzung für Deutschlands Wiedervereinigung innerhalb der NATO und Amerikas Ziel. Ende 89 steht Ceausescu im Weg und es bleibt wenig Zeit zu handeln. So that's why it was important to clear the way and to clean the road. Deshalb war es wichtig, diejenigen aus dem Weg zu räumen, die diesen Prozess aufhalten und verhindern würden. Unter anderem Ceausescu. This process, among others, Ceausescu. So from the point of view of the two sides of Europe being united. Also vom Standpunkt aus gesehen, dass die beiden Teile Europas wieder vereinigt werden sollten, hätte die Anwesenheit und die Stimme von Diktatoren wie Ceausescu den Prozess deutlich erschwert. Aus dieser Sicht also waren die Wege erst geebnet, als er verschwunden war. As soon as he disappeared, the process got a cleaner table. Und es gab die Kalkulation, die Beurteilung, dass eine starke amerikanische Rolle in Europa vorteilhaft wäre, in jeder Hinsicht. Und dass diese Rolle sogar wichtiger als die Vereinigung Europas wäre, ja wichtiger als die Stärkung der europäischen Integration und jedenfalls wichtiger als das Ende der sowjetischen Bedrohung. Wir waren deshalb der Ansicht, dass die Wiedervereinigung Deutschlands und die Vereinigung Europas auf eine Weise verwirklicht werden könnte, die Amerikas führende Rolle in Europa sicherstellt, wenn auch diese Rolle eventuell abnehmen würde. Wie man eine Revolution organisiert? Ich meine, der erste Schritt ist, die gegnerischen Kräfte im gegebenen Land auszumachen. Es ist unerlässlich, eine hochwirksame nachrichtendienstliche Operation einzuleiten, die feststellt, welche Menschen genügend Glaubwürdigkeit und Einfluss besitzen, um die Bevölkerung zum Nachteil des führenden Regimes zu destabilisieren. Ich habe mein Leben lang von der Revolution geträumt und jetzt lehre ich Theorie und Geschichte der Revolution, weil ich auf das Thema fixiert bin. Ich war nämlich in jener Zeit sehr involviert, in alles sehr involviert. Aber ich will mich nicht brüsten und erzählen, wie mutig ich gewesen bin. Wenn man vom Funken spricht, der einen revolutionären Zustand auslöst, wie in Temeswar oder Bukarest, um die Massen auf die Straßen zu treiben, es ist möglich. Man kann Vorfälle, Ereignisse provozieren. Es ist möglich. Ich war in Verbindung mit der Oxford Group, mit der amerikanischen Botschaft, dem British Council, dem deutschen Botschafter in Bukarest. Sie wollen zu viel wissen. Regimegegner finden aufmerksame Zuhörer im Westen. Geheimdienstler, getarnt als Diplomaten, orten kontaktieren und begleiten Dissidenten. Wie Universitätsprofessorin Doina Kornea. Seit 82 stand ich unter Beobachtung. Jeder, der Texte an Radio Freies Europa schickte, wurde überwacht. Danach wurde ich bekannter und dadurch wurde alles einfacher. Dank der Botschaftsleute, die mir sehr behilflich waren. Ich durfte nicht davon sprechen, sonst hätte es zu einem diplomatischen Konflikt geführt, nicht wahr? Rumänien und sein Nachbar Ungarn haben ein historisch vorbelastetes Verhältnis. Hauptstreitpunkte sind Gebietsansprüche auf Siebenbürgen und die Rechte der ungarischen Minderheit in Rumänien. Westliche Geheimdienste nutzen den Konflikt aus.
Sie verknüpfen Ceausescu-Gegner in Ungarn und Rumänien zu einem Netzwerk. Die ungarische Dissidentin Eneke Bolobas hält enge Kontakte zu den sogenannten Diplomaten von der CIA. Diesen Leuten war es wichtig, dass es keine nationalistische Gruppe sein sollte. Sie wollten alle vereinen, die anti-Ceausescu und pro-Demokratie waren. Es gelang ihnen, diese bedeutenden rumänischen Intellektuellen zu rekrutieren, Schriftsteller, Denker, Philosophen und Wissenschaftler. Damals traf man diese Diplomaten unter Brücken um Mitternacht. Und man musste sich alle möglichen Täuschungsmanöver ausdenken. Diesem kleinen Netzwerk in Rumänien gelang es, etwas am Kochen zu halten. Ein Klima vorzubereiten, das dann zumindest die Bedingungen für Ceausescus Sturz schaffte. Die Gemeinde des calvinistischen Pastors Laszlo Tökös befindet sich in der westrumänischen Stadt Temeswar. Tökös, ein Vertreter der ungarischen Minderheit, ist einer der ersten, die ihre Stimme gegen Ceausescu erheben. Die Nähe zu Ungarn und Jugoslawien macht es ihm leichter, seinen Protest publik zu machen. Wir hatten gute Möglichkeiten, mit dem Westen in Kontakt zu kommen. Als Geistliche hatten wir immer wieder Besucher. Mein Vater war Theologieprofessor und stellvertretender Bischof. Wir fanden den einzigen Weg, die einzige Möglichkeit, wie wir unter sehr schwierigen Umständen unsere Probleme mitteilen konnten. An Geistliche, an Botschaften, an Ungarn, Kanada, die USA und so weiter. Canada to the United States and so on. Tökös wird für die Geheimdienste immer interessanter. Als Pastor kann er viele Menschen beeinflussen. Er soll im Westen und in Rumänien bekannter werden, um seine Glaubwürdigkeit zu untermauern. Deshalb soll der damalige ARD-Korrespondent und Geheimdienstexperte Dagobert Lindlau ein Interview mit Tökös führen. Lindlau lehnt ab. Ein westlicher Nachrichtendienst hatte in der Tat Interesse dran und ich habe den starken Verdacht, begründeten Verdacht, dass dieser Nachrichtendienst sozusagen den Dissidenten in Rumänien mit dieser Methode zeigen wollte, dass sie Einfluss auf die Medien bei uns haben und was bei uns gesendet und ausgestrahlt wird. In the minds and in the eyes of the ordinary people. Für das Volk war es wichtig, eine sehr positive Figur zu wählen. Und in den Augen der einfachen Leute erfüllt wahrscheinlich am ehesten ein Priester diese Voraussetzung. Deshalb haben die Leute um ihn und diejenigen, die diesen Prozess in Gang setzten, sehr gründlich analysiert, wer diese Person wohl sein könnte. Jemanden, der gerechtfertigt sofort die Unterstützung der gesamten Bevölkerung erhalten würde. Das war damals eine absolut richtige Entscheidung. New York, Sitz der Hungarian Human Rights Foundation. Seit den 70er Jahren kämpft der Amerikaner Laszlo Hamos für die Rechte der ungarischen Minderheiten. In den 80ern leitet er von hier aus ein Netzwerk in Rumänien und Ungarn und informiert den Westen über Ceausescus Untaten. Wir hatten tagesaktuelle Informationen, die unüberbietbar waren in Bezug auf ihre Wirkung. Und dieses konspirative Netzwerk funktionierte bis Ende 1989. Einer der Hauptbeteiligten war ein junger ungarischstämmiger Geistlicher, ein calvinistischer Pastor namens Laszlo Tökös. Aus dem Land geschmuggelte Informationen werden zu einer mächtigen Waffe gegen Ceausescu. Von ausländischen Fernseh- und Radiostationen nach Rumänien ausgestrahlt, schüren sie Unzufriedenheit und Unruhe. Laszlo Hamos organisiert und finanziert auch die Reise eines kanadischen Fernsehteams nach Rumänien, das ein Interview mit Pastor Tökös
in seiner Kirche aufnimmt. In March 1989, I succeeded to give... Im März 1989 gelang es mir, ein heimliches Fernsehinterview zu geben. Dieses Interview wurde im Juli 89 im ungarischen Fernsehen ausgestrahlt. Und es markierte den Anfang vom Ende. The start point of the finish. Deuxième point. Il faut mener une puissante action. Zweiter Punkt. D'information. Man muss eine wirksame Propagandaaktion von außen einleiten, die belegt, dass dieses Regime von allen gehasst wird, dass es am Rande der Nationen steht, dass es kein Recht mehr hat, sich als liberalen Staat zu bezeichnen. Und man muss zeigen, dass die Oppositionsbewegungen, die hervortreten werden, legitim sind. Une légitimité dans les mouvements d'opposition qui vont apparaître. Wenn man den Grundstein für eine Aktion im Ausland legen will, muss man versuchen, die Bevölkerung zu konditionieren. Daher ist Propaganda sehr wichtig. Man kann Schwarzpropaganda einsetzen, die scheinbar von einer einheimischen Dissidentengruppe stammt, aber in Wirklichkeit im Ausland fabriziert wurde. Man kann Sendungen ausstrahlen, die angeblich von einer Dissidentengruppe im Land stammen, und das verstärkt wiederum die Bedeutung dieser Gruppe in den Augen der Bevölkerung. Westliche Sender wie Radio Freies Europa, BBC und Deutsche Welle ersetzen während des Kalten Krieges die freie Presse im Ostblock, auch in Rumänien. Radio Freies Europa, finanziert von der US-Regierung, erfüllt zwei Aufgaben. Es sendet in rumänischer Sprache und soll die Oppositionsgruppen im Land bekannt machen. Gleichzeitig strahlt Radio Freies Europa Berichte aus Rumänien in den Westen aus. Es ist ein leichtes für die Geheimdienste, Informationen zu manipulieren, Geschichten zu lancieren. Um Massen zu beeinflussen, benutzen sie Dissidenten, die ihren Unmut gegen Ceausescu an die Öffentlichkeit bringen wollen. Als es heißt, Ceausescu plant, 7000 rumänische Dörfer abzureißen, erhebt Doina Cornea als erste ihre Stimme. Ich habe einen sehr wichtigen Text geschrieben, als Ceausescu die Dörfer zerstören wollte. Daraufhin verlautbarte Radiofreies Europa, wer will den Text von Doina Cornea unterschreiben? Das war purer Blödsinn, denn sie lebten in der freien Welt, aber für uns war so etwas unmöglich. Immer mehr Menschen erfahren vom Dorfzerstörungsplan. Inzwischen heißt es, 15.000 Dörfer sollen zerstört werden, vorwiegend die der ungarischen und deutschen Minderheiten. Das auf dem ersten? Nein, auf dem zweiten Griff. Ja. Im Ausland mehrt sich der Protest, wie erwartet. Jetzt trauen sich die kommunalen Behörden nicht einmal mehr, baufällige Ruinen abzureißen. Jemand könnte fotografieren. Bilder von Abrissarbeiten in Rumänien haben im freien Westen Konjunktur, so der Bürgermeister der Gemeinde Lovrin, Petre Militeroiu. Es war nicht so, wie der Westen es dargestellt hat. Der Westen wollte es so darstellen, als ob hier ganze Dörfer einer Bulldozer-Politik, wie man damals sagte, zum Opfer fielen. Und das war nicht der Fall. Gottlob sollte vollkommen flach gemacht worden sein. Ich bin hingefahren, Gottlob gab es nach wie vor, dann kam ich zurück, dann haben mir die Dissidenten gesagt, naja, die haben nur gewartet, bis sie wieder weg sind und jetzt ist das Dorf nicht mehr da. Also fuhr ich ein zweites Mal hin, Gottlob war immer noch da. Diese ganzen Geschichten, die Übersteigerung zuerst ins Gute eines miesen Diktators und dann die Übersteigerung ins absolut Teuflische zu einem zweiten Hitler und so, das war eben wirklich der Ausfluss einer Politik, wie ich sie sonst nur sehr selten erlebt habe. Thank you.
Westen verliert Ceausescus Image an Glanz. Trotzdem macht sich in Rumänien Unzufriedenheit nur langsam breit. Und das, obwohl der größenwahnsinnige Diktator immer stärker der Kritik von außen ausgesetzt ist. Zur Dorfzerstörungspropaganda kommen Berichte über Menschenrechtsverletzungen. Manche wahrheitsgetreu, andere maßlos übertrieben. Aber 1988 ist das Volk noch nicht zum Aufstand bereit. Die Zeit ist noch nicht reif. Ceausescu. Es ist gar nicht lange her, dass die Vereinigten Staaten ihn als Verbündeten innerhalb des Ostblocks ansahen und als willkommenen Geschäftspartner. Sie vergaßen zu erwähnen, dass er ein Diktator war. Aber nach 85 erinnerten sie sich wieder sehr gut daran, als sie anfingen, direkt mit Gorbatschow zu verhandeln. Plötzlich entdeckten sie, dass Ceausescu ausgespielt hatte. Sie entdeckten, wie viel Blut an seinen Hemden klebte. Sie fingen an zu realisieren, dass er Rumänien zu zerstören begann. Laszlo Hamos trägt maßgeblich dazu bei, dass sich die öffentliche Meinung über Ceausescu ändert. Als wir mit unseren Aktivitäten begannen, war der angeblich Gute in Mitteleuropa der Außenseiter Ceausescu. Und das angeblich Böse, wie es in den frühen 70er Jahren in der New York Times und verschiedenen Leitartikeln dargestellt wurde, war alles, was die territoriale Integrität Rumäniens bedrohte. Einschließlich der ungarischen Minderheit. Es war ein ungemein langwieriger Prozess, die Meinung über ihn um 180 Grad zu drehen, sodass die Minderheit als die Guten wahrgenommen wurde, die von einer aggressiven terroristischen Regierung verfolgt wurde. Laszlo Hamos und andere betreiben zeitgleich intensives Lobbying im Kongress. Ceausescu soll Kredite oder Beihilfen nur noch dann bekommen, wenn er reformwillig ist. Der rumänische Diktator lässt sich nicht unter Druck setzen und beginnt, seine Auslandsschulden abzuzahlen. April 89 ist das Land schuldenfrei und das Volk bettelarm. Man zwang ihn, sich zwischen Pest und Cholera zu entscheiden. Er konnte weiter westliche Kredite beziehen zum Preis von Reformen, die sein Regime zu Fall gebracht hätten, oder die Kredite zurückzahlen und dadurch die wirtschaftliche Situation derart verschlechtern, dass sein Regime ebenfalls stürzen würde. Als man den Geldhahn für internationale, also amerikanische Unterstützung bei der Umschuldung abdrehte, der wie eine Rettungsleine für Ceausescus Wirtschaft gewesen ist, beschleunigte das seinen Machtverlust. Man kann keine Bauten zur Selbstverherrlichung mehr errichten und dabei das Land ruinieren, wie es in Rumänien geschah, ohne Auslandsdevisen. Also plötzlich wurde der Mann, den wir, damit meine ich die US-Regierung, leichtfertig aufgebaut hatten, zu einem Geächteten. Das war für die Meinungspflege ein Desaster. Jeder, sogar hier auf dem Capitol Hill, begann zu sagen, Ceausescu ist ein Monster. Eine Menge Leute hatten von ihm Fotos in ihren Büros, auf denen sie ihm mit breitem Lächeln die Hand schütteln. Plötzlich räumte man diese Bilder in den runden Aktenordner in den Mülleimer. Das sprach Bände. Seine Tage waren gezählt. Der dritte Punkt wäre, den künftigen Staatschef vorzubereiten. Denn man wird den Führer des alten Regimes ersetzen müssen. Man muss ihn vorbereiten. Er muss auf natürliche Weise antreten. Das heißt, er muss einer der Verantwortlichen einer Oppositionsbewegung sein. Oder er muss von den Oppositionsbewegungen allgemein akzeptiert sein. Es muss auch jemand sein, der sich nicht damit zufrieden gibt, 20 Jahre lang im Exil gewesen zu sein, der dann mit ausländischen Lastwagen eintrifft oder im Flugzeug der Spezialeinheiten, die die ersten Aktionen zur Destabilisierung einleiten. Er muss glaubwürdig sein, sonst kann er nur schwer in Erscheinung treten. Folglich könnte er auch keine glaubwürdige Regierung einsetzen. Der Präsidentenpalast, früher Sommerresidenz des Diktators. Hier amtiert nun Ion Iliescu, Präsident Rumäniens. Einst ein hoher Parteikader mit einer steilen Karriere, bis er den Diktator kritisierte.
Schon vor Ceausescus Umsturz war Iliescu in Washington bekannt. Iliescu's person, because he came from the internal opposition and because they had dealings. Weil Iliescu aus der internen Opposition kam und weil sie bereits vorher mit ihm zu tun hatten, kannten sie ihn und wussten, wie er auf bestimmte Dinge reagieren würde, wo sein Handlungsradius liegen würde. Weil die Amerikaner wussten, dass er berechenbar war, konnten sie mit ihm arbeiten. He would be a predictable person for the Americans to have dealings with. I heard for the first time his name. Ich habe seinen Namen zum ersten Mal Anfang der 80er Jahre auf Radio Freies Europa gehört, als den eines möglichen Nachfolgers Ceausescus, eine Art Dubček-Figur, als möglichen Reformer für den rumänischen Kommunismus oder so etwas. Radio Freies Europa hat sogar über mich berichtet. Ich wurde von der Securitate streng überwacht. Und trotz der Gegnerschaft von Ceausescu, oder vielleicht auch gerade deshalb, wurde ich populärer als zuvor. Daher setzten viele Menschen gewisse Hoffnungen in mich. Das ganze Volk war unzufrieden mit der Verschlechterung der Lebensverhältnisse im Land. Und sie fragten sich, wer könnte Veränderungen im Land bewirken? Freundin der CIA weihen die ehemalige Diplomatin Annika Bolobasch in allerhand Interne ein, wenn auch nicht immer im Klartext. CIA-Leute sprechen nicht so offen. Sie verraten bestimmte Teile der Geschichte und dann muss man die Teile selbst zusammensetzen. Ich glaube nicht, dass diese Leute behaupten würden, dass Iliescu ihre Wahl war und dass sie ihm ins Amt verholfen haben. Aber sie würden es auf verschiedene Weisen andeuten. Das hat man Ihnen angedeutet? Das wurde mir gegenüber angedeutet, ja. Tut mir leid, so ist es. Über Erfolge spricht man nicht. Die CIA hatte viele Erfolge, Sie haben recht, über Erfolge spricht man nicht. Man hört nur von Fehlschlägen. Die Hilfe aus dem Westen war positiv. Sie wussten nichts von mir, weder Bush noch Gorbatschow. Man muss eine Ersatzregierung haben, die dann an die Macht kommt. Und die muss dann im Gegenzug ihre Kader in der Bevölkerung platzieren, um diese zu beeinflussen. Wenn man die alte Infrastruktur zerstört, muss man sie durch etwas anderes ersetzen. Washingtons Ziel ist die Auflösung der Ostblock-Regime und die Beendigung des Kalten Krieges, zum eigenen Vorteil. Schon im Mai 89 erkennen Präsident Bush und seine Berater die Gunst des Augenblicks. Die Ereignisse in Deutschland entwickeln sich viel schneller als erwartet. Deshalb bekommt Deutschlands Wiedervereinigung Priorität, wird zur Triebfeder aller Entscheidungen. Doch François Mitterrand und Margaret Thatcher wehren sich. Ihre Bedingung? Deutschland darf nur vereinigt werden, wenn West- und Osteuropa zuerst vereint werden. Amerika ist seinem Ziel näher, als die Berliner Mauer fällt. 3. Dezember in Malta. Bush und Gorbatschow einigen sich laut geheimdienstlicher Quellen auch über Rumänien. Es ist ein Gipfel der hohen Strategie. Die Zukunft Europas stand auf dem Spiel, nichts Geringeres. Das war es, was uns antrieb. Nach dem polnischen runden Tisch und nachdem die Ungarn die Voraussetzungen für Mehrparteienwahlen schufen, war es klar, dass sich etwas Großes anbahnte. Aber es war nicht klar, ob dies in eine positive Richtung führen würde, zu einer friedlichen, demokratischen Vereinigung Europas oder zu einem Rückschlag, zur gewaltsamen Unterdrückung oder sogar zu einem Blutbad. Diesmal vermutlich nicht durch die sowjetische Führung, obwohl man dies nicht ausschließen konnte, sondern von den verzweifelten Regimen selbst. Die großartige Leistung der US-Außenpolitik begann meiner Meinung nach um den 9. November herum, als die Bush-Administration sich umsah und sagte, wir müssen dies zu Ende bringen. Die nationalen Interessen von Ungarn und den USA decken sich. Speziell was Rumänien betrifft. Ceausescu ist ein Hindernis für die europäische Wiedervereinigung und damit eine Bedrohung für Ungarns weiteren Reformprozess. Recognizing your interest
Seine eigenen Interessen zu erkennen, ist immer schwierig, besonders unter sehr unsicheren Umständen. Und das Schöne an der Politik und das Schöne an einem wachen Geist ist, wenn man seine Interessen rechtzeitig erkennt und darüber hinaus noch die richtigen Schritte in die richtige Richtung unternimmt. Das ist das Herzstück der wahren Politik. Und ich bin glücklich und wirklich stolz auf diese Tage und Jahre, als ich in der Lage war, die Situation so zu analysieren und abzuschätzen, um dann diese Entscheidungen zu treffen. Je mehr Ceausescu über Reformen, über die Anpassung des Marxismus an die Realität redete, desto dogmatischer wurde er. Er hatte Angst vor diesen Reformen. Das Regime wurde anachronistischer, noch repressiver. Aus diesem Grund war es notwendig, aktiv zu werden. Wir haben ihnen eine Menge Hilfe angeboten, sogar Waffen und Munition. Wir haben versucht, Schlüsselpersonen zu beeinflussen. In verschiedenen Abteilungen und Ministerien gelang es uns, gute Leute zu finden, die in der Lage waren, auf raffinierte Weise andere Leute im rumänischen Regime zu unterstützen. Einige der Personen in Schlüsselpositionen sprachen fließend Ungarisch. Stan Culescu war damals General. Er war im zentralen Planungsbüro und danach in einem wichtigen Ministerium, wo er mit der Wirtschaft zu tun hatte. Vor der Delegation sprach er natürlich kein Wort Ungarisch, aber fern der Abhörgeräte konnten wir vernünftig miteinander reden. Es ist vor allem interessant, dass ich vorher keine Verbindung zu irgendwelchen Bewegungen gegen Ceausescu hatte oder zu denjenigen, die ihrer Funktionen enthoben, sich gegen Ceausescu verschworen. Ich sympathisierte aber, ohne eine direkte Verbindung zu haben. Meine Position in der Armee erlaubte dies nicht. It is the function of the CIA abroad. Es ist die Aufgabe der CIA im Ausland, mit allen Elementen in Kontakt zu stehen, das heißt mit der Regierung und der Opposition. Kontaktpersonen kommen oft aus der Opposition. Sie nehmen Kontakt mit der CIA auf oder zu einem amerikanischen Diplomaten und sagen, wir sind mit der Regierung unzufrieden. Die machen alle möglichen bösen Dinge und wir würden gerne diese Situation ändern. Und je nachdem, ich spreche natürlich rein theoretisch, aber abhängig davon, ob das in Washington oder eventuell auch von unseren Alliierten gut geheißen wird, machen wir weiter und unterstützen diese Dissidentengruppe auf verdeckte Weise. Diese Dissidentengruppe hätte natürlich Kontakte zum Militär und könnte den Militärputsch auf diese Weise durchführen. Il faut préparer les circonstances. Die Umstände müssen vorbereitet werden und gegebenenfalls so verfälscht werden, dass sie es erlauben, die Revolution auszulösen. Also können diese Umstände extrem unterschiedlich sein. Der Nachrichtendienst wird mit Szenarien arbeiten, die ein Geschehen als glaubwürdig erscheinen lassen, die aber vollkommen gefälscht sind. Also im Falle Rumäniens sage ich nicht, dass die erste Demonstration von Temeswar vollkommen gefälscht war. Aber es gab Operationen, bei denen die Vorgänge komplett manipuliert wurden. Denuz Gavra hört von Pastor Tökischs Protest oft im Radio Freies Europa. Er will seine Solidarität zeigen und geht deshalb am 15. Dezember auf die Straße.
Ursprünglich hat diese Demonstration als eine religiöse begonnen. Gegen Abend aber hat ein junger Mann, ich kenne ihn sogar, wir sind jetzt Freunde, zu rufen begonnen: Nieder mit dem Kommunismus, nieder mit Ceausescu. Am 15. Dezember, als die Proteste anfingen, wollten zwei Angehörige der amerikanischen Botschaft mich besuchen, um zu ermitteln, wie meine Lage war. Sie standen vor unserer Kirche, aber man erlaubte ihnen nicht, hineinzugehen. Mit gezielter Hilfe zündet der Funke. Am 17. Dezember gehen in Temeswar tausende Demonstranten auf die Straße. Hier vor der Kathedrale, also besser gesagt hinter der Kathedrale, haben wir uns selbst organisiert. Nachher war es ein Herr mit weißem Bart, der uns sagte, was wir zu tun hätten. Wir wussten nicht, wer er war, und er hat uns angespornt. Ab der Mihai-Viteazul-Brücke übernahm er die Organisation. Dann ging unsere Gruppe von dem weißbärtigen Unbekannten angeführt Richtung Pestalozzi-Straße. Ich gehörte zu denjenigen, die ihn hochhielten, während er redete. Und er sagte Folgendes: Brüder, im Zentrum gibt es Tote und Verletzte. Die Hälfte links soll ins Zentrum gehen, um unseren Brüdern dort zu helfen. Bei der Decebal-Brücke sah ich eine Gruppe Soldaten, die in Gefechtsposition auf uns warteten. Wir begannen zu rufen: Ohne Gewalt, ohne Gewalt. Es gab keine Warnung. Sie schossen direkt auf uns, ohne Warnschuss. Sie haben direkt auf uns gefeuert. Und ich flog ungefähr 3 Meter durch die Luft. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, sah ich um mich nur Tote und Verletzte. Der Blutzoll in Temeswar. Man behauptet über 4000 Tote. Angebliche Opfer werden zur Schau gestellt. In Wahrheit eine Fälschung, wie alte Obduktionsnähte beweisen. Im rumänischen Brașov gab es im November 1987 eine ähnliche Bewegung. Da niemand gestorben ist, haben sich die Leute beruhigt. Und dann, bei der Wiederholung, hat man die Schlussfolgerung gezogen, dass bevor nicht genug Menschen gestorben sind, bevor nicht genug Blut geflossen ist, sich das Volk nicht erheben wird. Das sind keine Opfer von der Revolution, diese Leute hier. Man sieht, wenn Sie sie anschauen, sind alle aufgeschnitten, nicht und alles. Wer hat die Leute getötet, auch die Securitate? Nein, die sind gestorben und so, und allerlei Leute. Radiofreies Europa spielt stündlich einen Bericht, gestaltet mit Schüssen und Schreien. Die Menge wird zusätzlich durch ausgebildete Provokateure angeheizt. Die Securitate hatte Informationen und ist auch gezielt in diese westlichen Lager eingedrungen. Es gab ein Lager in Deutschland, in Zirndorf, ein anderes in der Nähe von Wien, in Traiskirchen, eines in Budapest, noch ein weiteres in Ungarn, in Bicske, 40 Kilometer in Richtung Österreich, in einer ehemaligen Kaserne. Hier wurden Leute in Guerillatechniken ausgebildet. Es wurden Einheiten ausgebildet, die Unruhen stiften sollten, um die Volksrebellion zum Ausbruch zu bringen. Obwohl diese Lager sich innerhalb Deutschlands, Österreichs und Ungarns befanden, waren die Ausbilder Amerikaner. Die Deutschen, die Amerikaner in Österreich, im Süden von Deutschland und auch einige andere Länder beteiligten sich daran und haben die richtigen Leute trainiert. Wir wussten zu dem Zeitpunkt darüber Bescheid und haben unseren Teil dazu beigetragen. Ich glaube, es gab Leute, die einfach nur provozierten, aber da waren auch die Spezialeinheiten.
Sie sind sehr gut informiert. Es ist interessant, dass die richtigen Informationen doch letztlich immer herauskommen. Gut, ja, es gibt Operationen der Spezialeinheiten, die tatsächlich ausgeführt wurden. Aber ich glaube, nicht die Mehrheit der Leute aus diesen Lagern ist auf diese Weise ausgebildet worden. Sondern der wichtigste Teil der Ausbildung besteht vielmehr darin, Menschen beizubringen, wie man andere beeinflusst. Darüber hinaus auch Einsatzpläne vorzubereiten. Für verdeckte Operationen kann man Leute trainieren. Die Spezialeinheiten können Ausländer trainieren. Die CIA kann Ausländer an Waffen ausbilden, so wie damals in Kuba oder anderen Orten. Diese ganze paramilitärische Sache ist nur Training. War das damals in Rumänien möglich? Ja, und zwar von den angrenzenden Ländern aus, von Ungarn. Wir haben die Trainingslager in Ungarn und Deutschland erwähnt, sicher. Aber zum Zeitpunkt der Aktion müssen die Leute vor Ort eingeschleust werden. Und sie werden verstehen, dass man nicht Hunderte von Menschen einschleusen kann, sondern nur ein Dutzend. Man sagt, das waren CIA-Camps? Da muss man klar unterscheiden, weil eine Menge Dinge sollen angeblich von der CIA sein. Aber ich weiß nicht, was sie gehört haben. Ich will nicht sagen, dass das alles Unsinn ist, aber ich schlage vor, dass sie da mit Vorsicht vorgehen. Möglich ist es, dass die CIA solche Camps leitet oder dass die CIA die Trainer ausbildet. In der Realität sieht es so aus. Man schnappt sich jemanden und sagt ihm, hier ist ein M16, so legt man das Magazin ein, so lädt man durch, so feuert man und so erschießt man jemanden. Oder so nimmt man Zünder und Sprengstoff und jagt jemanden in die Luft. Man wird das führende Regime dazu zwingen, auf brutale Weise zu reagieren, damit die Opposition sich offenbart und sich die Massen in Bewegung setzen. Und zu genau diesem Zeitpunkt greift das befreundete Nachbarland ein, aus humanitären, aus politischen Gründen. Dann sorgen die Verbündeten für Stabilität. Sie gewährleisten Sicherheit und erlauben endlich die Machtübernahme einer neuen Regierung mit einem Staatschef, der von den Oppositionsleuten anerkannt wird. 20. Dezember. Ceausescu ruft die Bevölkerung von Bukarest zu einer Kundgebung auf. Für die Unruhen in Temeswar macht er ausländische Geheimdienste verantwortlich. Am nächsten Tag erlebt das ganze Land via Live-Schaltung einen verunsicherten Ceausescu, als plötzlich Schreie aus den Massen zu ihm dringen. Die Figur Ceausescus als Landesvater war nach dem Temeswar-Massaker vollkommen zerstört. Vollkommen. Jeder, der ihn sah, wusste, dass er ein Diktator ist, das Blut an seinen Händen klebt. Sein Image hatte sich total verändert. Er hatte das Image eines Mörders, eines Meuchlers. Als er anfing, das Volk zu töten, war er am Ende. Er war sehr schlecht beraten, diese Kundgebung abzuhalten. Oder vielleicht war es die Arbeit eines Geheimdienstes? Irgendjemand sagte zu ihm, lasst uns die Menschen zusammenrufen und zeigen, dass sie noch beliebt sind. Und er stimmte zu. Ungefähr eine Woche später folgten auf die Initiative, die von dem ungarischen Pastor ausging, die Ereignisse in Bukarest und in den anderen großen Städten. Das war auch kein Zufall, bestimmt nicht. Es gab sowohl eine Palastrevolution als auch eine semispontane Revolution auf der Straße. Am 22. schwillt der Protest an. Kurz nach 12 Uhr flieht Ceausescu. Als Oberst Ratio im Zentralkomitee anruft, hebt bereits Iliescu das Telefon ab. Iliescu sprach zu mir, als würde er mich, weiß ich, wie lange kennen. Du, Ratio, kennst du General Stanculescu? Ja. Fahre zum Verteidigungsministerium, zum Kabinett des Ministers. Ich komme auch dorthin. Wir halten eine Konferenz ab, um eine Organisationsstruktur zu bilden, weil wir die Ordnung im Lande wiederherstellen müssen. Interessanterweise hat Iliescu dieses Gespräch oder die Tatsache, dass er sich um 12 Uhr herum im Zentralkomitee befand, nie erwähnt. Nach Ceausescus Flucht stürmen die Massen das ZK-Gebäude. Eine entscheidende Wende.
notwendig für den Erfolg der Revolution. Ich habe ihn davon überzeugt, hinauszugehen, seinen Stützpunkt zu verlassen. Und ich habe ihn mit dem Hubschrauber herausgeholt. Als er mir befahl, Truppen einzusetzen, um die Leute auseinanderzutreiben, gab ich den Befehl, die Armee zurückzuziehen. Diese Momente der Verzögerung haben Leben gekostet. Aber ab diesem Zeitpunkt haben alle Leute gerufen, die Armee ist mit uns. At noon, the building was full with the people of the street. Um 12 Uhr mittags war das Gebäude voll mit Leuten von der Straße. Um 5 Uhr, eine halbe Stunde vor der großen Rede von Iliescu, war das Gebäude voll mit Soldaten und der Securitate. In nur wenigen Stunden haben wir, die Straße, die Revolution an die interne Opposition verloren und damit den Kampf verloren. Eine provisorische Regierung wird gebildet. Die Nationale Rettungsfront, geleitet von Ion Iliescu. Ion Iliescu. Dragi cetățeni, am avut o zi plină și grea. Als ich Iliescu über das Fernsehen ins Verteidigungsministerium bat, hatte ich keine Ahnung, dass er von innen oder von außen dazu bestimmt war, Ceausescu zu stürzen und die Führung zu übernehmen. Davon habe ich erst später gehört. Meine Entscheidung war daher unabhängig. Acțiunile diversioniste, teroriste, criminale. Die zur Ablenkung dienenden kriminellen Aktionen von Terroristen, die die neue Macht behindern und unsere Gesellschaft destabilisieren wollen, sind die letzten Zuckungen einer gegen das Volk gerichteten monströsen Diktatur. Man behauptet, es gäbe 60.000 Tote, um die Angst vor den sogenannten Terroristen zu schüren. Rumäniens Bevölkerung wird aufgerufen, die Revolution gegen die Ceausescu-treuen Truppen zu verteidigen. Nach der Wende leitet Militärstaatsanwalt Don Voinia eine Untersuchung. Wir haben etwas Erstaunliches dabei entdeckt. Nach dem 22. Dezember 1989 gab es ein großes Ablenkungsmanöver. Es wurden sogenannte Terroristen erfunden, die angeblich die Bevölkerung angegriffen haben. In Wirklichkeit und unseren Ermittlungen zufolge hat es diese Terroristen nicht gegeben. In Bukarest, am Beginn der Ereignisse, gab es auch Konfusionen, weil die Armee angefangen hat, auf welchen Befehlen weiß ich nicht, Waffen an die Zivilbevölkerung zu verteilen. Es wurde befohlen, die Anhöhen zu besetzen und alle glaubten, die jeweils anderen seien Terroristen. Und sie haben sich gegenseitig beschossen. Solange die öffentliche Sicherheit zum Zeitpunkt einer solchen Revolution nicht voll gewährleistet ist, kann man sich nicht sicher sein, die Bevölkerung voll und ganz in der Hand zu haben. Diese Scharfschützen werden den Terror aufrechterhalten, werden die Bevölkerung in einer Verfassung halten, die diese veranlasst, zu glauben, dass der Diktator weiterhin eingreift. Also wird diese Bevölkerung versuchen, die Revolution noch mehr voranzutreiben, um die völlige Freiheit zu erlangen und um die vollständige Ausschaltung des Diktators zu erreichen. Man muss eine gewisse Unsicherheit aufrechterhalten, bis die neue Regierung etabliert ist. Mona Lisa. Mona Lisa. Mein Buch wird auch den Titel Mona Lisa tragen. Weswegen? Weil sie dieses geheimnisvolle Lächeln auf den Lippen trägt. Und von mir wird auch gesagt, dass ich ein geheimnisvoller Mann bin. Seine Rolle? Er hatte die Hauptrolle, was die Planung des Gerichtsverfahrens betrifft. 2007 werde ich es veröffentlichen und werde dort vieles sagen, was ich jetzt noch nicht sagen kann.
Er hat das Gericht einberufen, hat die Festnahme und Exekution der Diktatoren geplant und durchgeführt. Targoviște. Dezember 89 war Militärstaatsanwalt Voinia Ankläger im Ceaușescu-Prozess. Ich werde Ihnen gleich den Gerichtsraum zeigen. Je nachdem, mit wem man spricht, hört man verschiedene Versionen der Geschichte. Aber wenn ich mich zurückversetze in den Dezember 1989, dann war der erfolgreiche Durchbruch in Rumänien nur eines der Themen, die uns beschäftigten, ehrlich gesagt. Die deutsche Wiedervereinigung beschäftigte uns. Die Fortführung einer positiven Entwicklung in Mitteleuropa beschäftigte uns. Das Schicksal der sowjetischen Führung und das Schicksal Gorbatschows, von dem noch eine Menge abhing, beschäftigte uns. Es gibt ein Zweckbündnis zwischen KGB und CIA. Es ist unfassbar, wenn man sich diese zwei verfeindeten Dienste anschaut, die eigentlich Todfeinde sind und geschaffen wurden, sich gegenseitig zu bekämpfen. Ich weiß, dass es eine Menge Gespräche über Rumänien gab, auch mit der sowjetischen Führung. Unsere Interessen waren nicht sehr verschieden. Sie werden sich verbünden, indem sie gleichzeitig die Bevölkerung, die Dissidenten und die rumänischen Nachrichtendienste benutzen und manipulieren, um einen Diktator zu stürzen, der eigentlich das letzte Bollwerk der Sowjetunion und des Kommunismus ist. Und zwar zum Zeitpunkt seines Scheiterns. Ich bin nicht bereit, über Geheimdienstoperationen zu sprechen. Ich sage nur, dass die Triebkraft hinter der US-Politik die strategischen Fragen waren, über die wir soeben sprachen. Und man kann verstehen, dass die Sowjetunion und Amerika ein gemeinsames Interesse daran haben, dass Ceaușescu verschwindet. Nach dem Prozess wurden sie durch diesen Gang bis zur Tür auf der rechten Seite geführt. Was ist ein Attentat? Die US-Regierung kann andere Regierungen stürzen, wenn sie will. Die CIA kann das, das Auswärtige Amt kann das. Es gibt kein Gesetz dagegen. Was die CIA nicht machen kann, ist ein Attentat verüben. Das heißt, einen Namen auf eine Kugel schreiben. Aber die Definition für Attentat ist dehnbar. Sie wurden auf den Hof gebracht und vom Exekutionskommando an dieser Mauer hingerichtet. Aber wenn ein befreundeter Dienst es erledigt und diese Person dann stirbt, das wäre erlaubt. Yes. Ja. Mitteilung. Am 25. Dezember 1989 wurden Nicolae Ceaușescu und Elena Ceaușescu von einem außerordentlichen Militärgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet. Diese Revolution in Südosteuropa hat es leichter gemacht. Rumänien war schon immer ein Außenseiter im Warschauer Pakt und überhaupt. Aber Deutschland war auf dem Weg zur Wiedervereinigung. Es war die Entscheidung von George Bush und von Helmut Kohl und es wurde auch die von Michail Gorbatschow, obwohl er es nie wirklich begriffen hat. Es gab während des Kalten Krieges diese Befürchtung, dass Westdeutschland seine Verbindung mit dem Westen opfern und mit den Russen einen Geheimpakt schließen würde, um Deutschland wieder zu vereinen. Die Vereinigten Staaten, die Administration, die CIA haben genau verstanden, dass Gorbatschow intern sehr schwach war, dass sie wenig Zeit mit ihm als Verhandlungspartner haben würden und dass sie in kürzester Zeit alles erreichen mussten, ohne ihn zu verschrecken. Wenn die Leute länger darüber nachdenken würden, würden sie erkennen, dass die CIA ihre Arbeit getan hat.
Ihre Aufgabe war, den Rest der Welt vor einer sowjetischen Invasion zu schützen, wie damals wirklich möglich war. Was Rumänien betrifft, haben die USA eine Strategie auf lange Sicht verfolgt. Ihr Ziel? Gleichzeitig Südosteuropa zu stabilisieren und die Beziehungen zwischen Ungarn und Rumänien zu lenken, indem man beide in die NATO aufnimmt. Zweiter Punkt ist, das Gebiet unter Kontrolle zu bringen, das vom sowjetischen Einfluss abhing und wo heute hauptsächlich die Amerikaner das Sagen haben. Und was man nun betrachten soll, sind die Ölgeschäfte im Kaspischen Raum und die Neuordnung der Ölleitungen in Zentralasien und auf dem Balkan. Die Karten, die für Amerika interessant sind, sind Rumänien und Bulgarien. Juri Kelemen wird Opfer eines Scharfschützen. Wie hunderte andere stirbt er, als Ceausescu bereits entmachtet war. Wozu? The meaning of any event cannot be read through the eyes of an individual. Die Bedeutung eines Ereignisses kann nicht durch die Augen eines Einzelnen erfasst werden, sondern erst im Lauf der Geschichte. Um zum Beispiel demokratisch zu werden, muss fast jedes Land zahllose Opfer bringen. Es muss Opfer geben, weil ohne Opfer eine Revolution niemals glaubwürdig ist. Das Ziel ist schön und gut. Aber im Nachhinein zu erfahren, dass du als Mittel benutzt wurdest, das ist eine schändliche Sache. Die Menschenrechte beruhen doch auf dem Grundgedanken, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und deshalb darf man den Menschen nicht als Werkzeug benutzen. Nicht als Werkzeug, um ein Ziel zu erreichen. C'est un peu la fatalité, mais en même temps. Es ist vielleicht Schicksal, aber gleichzeitig war dieser Tod nicht sinnlos. Er hat zu etwas beigetragen, auch wenn auf gedanklicher Ebene die Vielzahl der Manipulationen, die notwendig waren, ethisch oder moralisch verwerflich oder schwer zu akzeptieren sind. Es war ein Ereignis, das in Richtung Freiheit ging, eine Wegmarke auf dem Wege der Befreiung des rumänischen Volkes. Es ist das Ende des Blocks, die Wiedervereinigung von Deutschland. Nicht ein neutrales Deutschland, wie es Gorbatschow gewollt und gebilligt hätte, sondern ein Deutschland innerhalb der atlantischen Strukturen. Und es bedeutet den Zerfall der Sowjetunion. Es ist einfach, zu schauen auf diese Zeit und so weiter. Es ist einfach, zurückzublicken und anzunehmen, dass es friedlich ausgehen musste. Aber damals sah alles ganz anders aus. Wir konnten nicht sicher sein über Gorbatschows Absichten, obwohl wir ziemlich zuversichtlich waren, was ihn betraf. Aber hätten die Ereignisse eine schlechte Wendung genommen, wäre es möglich gewesen, dass er zuvor von einigen sowjetischen Marschällen abgesetzt worden wäre. Und die Geschichte ab Mitte 1989 hätte ganz anders ausgehen können. All diese Dinge passierten zeitgleich. Und natürlich beeinflusste das Spiel auf einem Brett den Spielverlauf auf den anderen Brettern. Die Amerikaner haben nicht gepokert. Sie haben mit den Russen richtiggehend Schach gespielt. Und von vornherein hatten sie Weiß. Am Ende haben sie gewonnen.